Vor einigen Monaten habe ich mich selbst interviewt und mich gefragt, wie wohl meine erste Geburt sein wird. Mittlerweile ist es so, dass ich sie hinter mich gebracht habe und jetzt die gleichen Fragen quasi nochmal beantworten werde, um zu gucken, sind meine Erwartungen wahr geworden? War das die Geburt, die ich mir vorgestellt habe? Oder kam alles doch ganz anders? Zuallererst habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wie viel Zeit habe ich noch, bis das Kind kommt? Und das war damals so. Zum geplanten Termin sind es ungefähr noch 6 Wochen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Zeit ist seit der Geburt vergangen? Die Geburt ist jetzt schon über 2 Monate her und auf der einen Seite kommt mir das so vor, als wäre es gestern gewesen, auf der anderen Seite, als ob das schon 3 Jahre her ist. Das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Also die Sache auch mit, die Hormone spielen dann verrückt. Man vergisst ganz viel. Zumindest vergisst man die Sachen, die nicht so schön waren. Das stimmt auf jeden Fall zu 100%. Könnt ihr euch zum Beispiel nicht sagen, wie sich eine Wehe anfühlt? Das habe ich irgendwie vergessen. Dann habe ich mich natürlich gefragt, wann kommt das Kind? Also ganz am Anfang der Schwangerschaft habe ich immer gesagt, das Kind kommt eher später, aber jetzt denke ich, es kommt früher. Mein Kind kommt um 8:37 Uhr zur Welt. Und wann ist das Kind tatsächlich zur Welt gekommen und um wie viel Uhr? Das, was ich ganz am Anfang vermutet habe, dass das Kind eher später kommt, weil bei vielen Erstgebärenden das Kind eher nach dem Termin kommt, hat sich auch für wahr erklärt. Es war so nervig gegen Ende der Schwangerschaft, weil ich 3 Wochen vor Termin, also 3 Wochen vor dem ET, ist es ja kein Frühchen mehr. Ich war mir sicher, ziemlich genau 3 Wochen vorher, das wird dann genau kommen, weil ich hatte noch keinen Bock mehr schwanger zu sein. Es wird dann halt, die letzten Wochen sind halt einfach anstrengend. Es wird immer beschwerlicher. Und dann dachte ich, ja, sie kommt jetzt. Klar, sie weiß jetzt, sie ist jetzt kein Frühchen mehr, dann kommt sie jetzt. Dann haben dann nämlich auch meine Senkwehen, glaube ich, 2 Tage vor ET, hab ich so zum ersten Mal richtig Senkwehen gehabt und dachte so, oh, jetzt geht's los. 2 Tage vorher, ich kann nicht ins Geburtshaus, ich muss doch ins Krankenhaus. Wegen 2 Tagen. Aber es waren dann nur Senkwehen und tatsächlich ist sie erst 1 Woche nach ET gekommen. Nachdem ich beim Frauenarzt war und der sagte, das nächste Mal müssen wir aber langsam mal über das Thema Einleitung sprechen, ich nach Hause gegangen bin, geheult habe, Freundinnen angerufen habe, gefragt habe, wie war das bei dir, was hast du gemacht, damit die Geburt endlich losgeht? Alles Mögliche, von scharf gegessen, Wehentee getrunken, Übungen, spazieren, Treppen laufen, bergauf laufen. Ich habe alles gemacht und in der Nacht ging es dann tatsächlich auch los. Und wenn ich sage, in der Nacht ging es los, habe ich ja, ich habe mir schon damals gedacht, es wird wahrscheinlich nachts losgehen, weil der Körper da zur Ruhe kommt und dann der Körper so weiß, okay, ich bin in einer sicheren Umgebung, jetzt kann das Kind quasi kommen. Und dann habe ich ja gesagt, gegen 8 Uhr morgens wird das Kind kommen. Es kam kurz vor 10 Uhr abends. Fühlst du dich erholt? Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Hätte ich mich das eine Woche oder 2 oder 3 nach der Geburt gefragt, hätte ich wahrscheinlich mit einem großen Nein geantwortet. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist fast alles wieder beim Alten. Ich merke noch so ein bisschen, dass meine Muskulatur, dass ich zum einen abgebaut habe, was Muskeln angeht, und zum anderen viel weniger dehnbar bin. Der Beckenboden, dass ich den auch zwar ansteuern kann, aber nicht so lange halten kann, wie ich das früher mal konnte. Sonst ist aber alles verheilt und gut. Ein großes Thema beim Thema Geburt ist ja auch Angst und da habe ich mich damals gefragt, ob ich denn Angst habe. Und wenn ich eben viel Positives mir anhöre und irgendwie mich darauf vorbereite, so gut es geht, auch mental, wie gesagt, dann gibt es Momente, da habe ich richtig, freue ich mich richtig drauf. Also da habe ich richtig Lust, so die Geburt zu machen und bin gespannt, wie es wird und aufgeregt und einfach, das ist halt eine Vorfreude, weil ich ja am Ende auch dann ein Kind in meinen Händen halte, also mein Kind im Idealfall. Und jetzt natürlich die Frage, hattest du währenddessen Angst? Ich finde es auch gut, dass ich immer mich anspreche mit du, obwohl ich eigentlich ich, aber ihr wisst schon, ich tue halt einfach so, dass mich irgendjemand interviewen würde. Macht aber keiner. Diese Einstellung hat mir, glaube ich, sehr geholfen gegen Ende der Schwangerschaft, dass ich einfach positiv auf diese Geburt hingehe. Ich hatte währenddessen nie Angst. Also ich hatte nicht Angst um mich oder mein Kind oder die Situation, dass ich irgendwie nicht Herr der Sache, Herr der Lage bin. Warum sagt man nicht Herr? Woher kommt das? Aus der Bibel. Herrin der Lage bin, Frau quasi. Aber es gab definitiv 2 Momente, wo ich an meine Grenzen gekommen bin, wo ich gesagt habe, so, ich gehe jetzt nach Hause, ihr könnt es ohne mich machen, kein Bock mehr. Eine Frage war auch, wie ich mich vorbereitet habe. Ich habe einen normalen, klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Und dann mache ich eben diesen Hypnosegeburt von Die friedliche Geburt. War davon irgendwas unnötig oder besonders wichtig? Sorry, falls ihr Gehämmer hört. Es tut mir leid, es ist 12 Uhr mittags. Es ist Mittagsruhe. Mein Gott. Jetzt bohren die so laut. Ich kriege echt die Krise. Es war auf jeden Fall gut, so sich anzuhören, was so alles passieren kann, was es so alles gibt.
Ich hatte es teilweise ein bisschen verunsichert, ein bisschen Angst gemacht. Dann habe ich mich aber wieder auf das Positive konzentriert, dann war es wieder besser. Durch diesen Hypnose-Kurs, den ich gemacht habe, hatte ich ein sehr, sehr positives Gefühl. Hatte gar keine Angst vor der Geburt und habe mich richtig drauf gefreut, weil ich mir halt auch gewünscht habe und vorgenommen habe, eine ruhige, friedliche Geburt, schmerzfrei im Idealfall zu haben. Meine Geburt war weder ruhig noch schmerzfrei. Friedlich in dem Sinne schon, dass es so natürlich war, wie man sich es vorstellen kann, dass ich keinerlei Eingriffe hatte und einfach gebärt habe, ohne dass da jemand Gewalt angewendet hat oder irgendwelche medizinischen Sachen genommen wurden oder es war halt einfach in dem Sinne schon, wie ich es mir gewünscht habe. Im Vorhinein habe ich ja meinen Damm massiert, um einem möglichen Riss vorzubeugen. Das kann passieren, das muss nicht passieren, das kann auch passieren, ohne dass man es großartig merkt oder dass es gar nicht schmerzhaft ist. Ja, was ich da nicht wusste, also viele Frauen berichten auch, dass man das nicht so merkt, dass wenn der Damm reißt. Meiner ist gerissen, ich hatte einen Dammriss zweiten Grades. Ich wusste nicht mehr, dass es verschiedene Grade gibt. Also es gibt 1 bis 4, 1 ist wenigstens schlimm, 4 ist am schlimmsten, ich war irgendwo in der Mitte. Und ich habe tatsächlich nicht gemerkt, dass mein Damm reißt. Einfach, weil ja das der Moment ist, wo das Kind oder Kopf kommt und da spürt man vieles, aber nicht so genau, was jetzt gerade passiert. Also bei mir war es einfach so, dass es sehr schmerzhaft war. Ich muss einfach ehrlich sein, ich bin mir sicher, dass es Frauen gibt, die schmerzfreie Geburten haben und ich glaube das denen auch voll und jeder Körper ist anders und jede Geburt ist anders und ich will nochmal hier ein Disclaimer machen, es geht nicht darum, dass man irgendwie cooler ist oder besser ist, wenn man irgendwie viele Schmerzen ausgehalten hat oder gar keine Schmerzen hatte, eine PDA hatte oder keine PDA hatte oder einen Kaiserschnitt oder kein. Das ist wirklich alles völlig egal. Ich finde, jede Frau kann stolz auf sich sein, so etwas geschafft zu haben. Und das war etwas, was ich auch erst mit der Zeit lernen musste. Kurz nach der Geburt war ich voll so ein bisschen enttäuscht und irgendwie auch habe ich mich wie so eine Versagerin gefühlt, weil ich dachte, boah, das hat jetzt viel mehr wehgetan, als ich es mir vorgestellt habe und als ich es mir auch gewünscht habe und habe so ein paar Tage oder auch Wochen gebraucht, um zu verstehen, ey, du kannst so stolz auf dich sein, du hast es geschafft. Eigentlich war die Geburt so, wie du es dir vorgestellt hast. Du warst nicht irgendwie verkabelt und ich wollte das einfach so haben. Ich wollte einfach ganz natürlich gebären und im Geburtshaus und das war alles so. Es war halt nur schmerzhafter und auch ein bisschen länger, als ich es mir gewünscht hätte. Aber trotzdem, ich will nochmal sagen, jede Frau kann mega stolz auf sich sein, das geschafft zu haben. Es geht nicht darum, wer irgendwie länger die Wehen hatte oder kürzer oder wie auch immer. So, das ist einfach so individuell und da kann man sich auch überhaupt nicht vergleichen. Auf jeden Fall ist mein Darm gerissen, um wieder zum richtigen Punkt zu kommen. Ich muss sagen, für mich hat sich das so angefühlt, als ich eine Melone auskacke. Das war einfach sehr viel Druck nach unten und die Hebamme hat noch zu mir gemeint, jetzt nicht pressen, deinen Darm. Und dann kam schon die nächste Wehe und ich habe gesagt, ich kann leider nicht anders. Ich habe das auch so gesagt, ich habe gesagt, Entschuldigung, ich kann gerade nicht anders. Ich habe gerade eine Presswehe, ich muss jetzt pressen. Ich habe das nicht im Schreien gesagt. Wenn wir schon beim Darm sind, ist natürlich die Frage, was ist sonst noch untenrum passiert? Ja, was auch passieren kann, ist, dass man den Darm entleert während einer Geburt. Ja, ich sag mal so, mir haben ganz viele unter das Video damals geschrieben, dass es eigentlich fast allen Frauen passiert, dass dieser Stuhlgang abgeht. Ich als Special Snowflake, die ich natürlich nicht bin, habe auch zu den Frauen gehört, wo das passiert ist. Ich habe das nicht richtig bemerkt. Sie sind so schnell. Wischen die das dann? Und es war so kurz vor Geburt. Ich habe gerade nochmal in meinem Geburtsbericht nachgelesen. Das ist super spannend. Den habe ich vorgestern erst bekommen. Es war so, Hochblase geplatzt, Stuhlgang, Kind. Quasi. Und was natürlich auch passiert, viele weinen. Safe werde ich weinen. Ich habe nicht geweint. Das war genauso, wie ich es vorher gesagt habe. Ich habe ja noch gesagt, so, ja, wenn ich dann mir das vornehme zu weinen, dann kann ich auch nicht weinen. Ich habe nicht geweint. Ich weiß nur, dass als ich sie in den Händen hatte, war ich so, mir sind, glaube ich, die Augen fast aus dem Kopf gefallen, weil ich so krass erstaunt war, dass das jetzt das Baby ist und dass es da ist. Und es war einfach so ein krasser Moment, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe. Und ich sie auch, also sagt ja jede Mutter, ne, das Kind ist so süß. Aber ich war so überrascht, wie süß die ist, weil ich habe mir kurz vorher noch Bilder von mir als Baby angeguckt und war so, ich habe nicht so große Hoffnung, dass das ein süßes Baby wird. Ist ja auch nicht schlimm. Weil sie auch eine Woche nach ET gekommen ist, war die halt schon richtig fertig. So, die war so, ja, hier bin ich, los geht's. Hat dein Partner geweint? Also ich glaube, es wird eine Erfahrung, die ja auch bestimmt eine Grenzerfahrung wird. Es war auf jeden Fall eine Grenzerfahrung. Als wir nach Hause gefahren sind, haben wir beide gesagt, so, ja, das war ganz schön krass. Aber wir haben beide nicht geweint. Ich glaube, wir waren beide sehr emotional und es war sehr krass und sehr
überwältigend und sehr schön auch und ich war mega erleichtert, literally. Ich habe im Wochenbett habe ich dann ein paar Mal geweint. Ich habe ja schon ein bisschen den Geburtsort vorweggenommen. Das Beste an einem Geburtshaus ist halt, dass du diese 1:1 Betreuung von Hebammen hast. Also in der Klinik ist es nun mal leider so, dass das Personal sehr stark ausgelastet sein kann. Und das habe ich auch wirklich gemacht. Ich habe im Geburtshaus gebärt. Gebären ist auch so ein weirdes Wort. Und es war sehr schön und ich bin sehr froh. Und sollte ich jemals noch ein Kind kriegen, würde ich das auf jeden Fall wieder dort bekommen. Die Hebammen waren echt so toll. Ich hatte auch so Glück mit den Hebammen. Also es hat total gut, wir haben voll gut connected und es war einfach echt total schön. Ich hatte das Gefühl, ich habe alle Zeit der Welt und die tun alles, um mich seelisch zu unterstützen und viel mehr konnten die ja auch nicht machen. Ich fand es einfach nur krass, was Hebammen überhaupt für eine Leistung bringen. Das ist einfach absurd, was für eine Verantwortung man da hat und wie toll die das machen, wie einfühlsam man da auch sein muss. Ist einfach krass. Ja, wie war denn meine Expectation bei der Geburt? Also im Idealfall natürlich schnell, schmerzfrei, komplikationslos und wunderschön. Und dann kommt das Kind einfach so raus und ist so, hier bin ich. Dass das Kind so rauskam und gesagt hat, hier bin ich, so hat sich's angefühlt, wirklich. Also ich war so überrascht. Die anderen Sachen, also natürlich war es, komplikationsfrei war es auch fast, würde ich sagen, also so zu 90%. Schmerzfrei war es auf gar keinen Fall. Wunderschön. Ich weiß nicht, ob wunderschön nicht ein bisschen too much ist. Also der Moment, das Kind jetzt zu haben, ist wunderschön. Die Geburt an sich, ich glaube, es wäre ein bisschen übertrieben zu sagen, ich fand sie wunderschön. Es war eine Extremsituation und es war eine tolle Erfahrung in dem Sinne, dass man das mal gemacht hat. Aber wunderschön war es, glaube ich, nicht. Die einzige Komplikation, die ich hatte, war, dass irgendwann die Geburt so nicht mehr so richtig weitergegangen ist, haben die Hebammen gemeint. Was übrigens im Geburtshaus, also zumindest bei mir, nicht üblich war, ist, dass ich wurde erst ganz zum Schluss untersucht. Also da wird nicht die ganze Zeit getestet, wie weit der Muttermund geöffnet ist. Und ich habe auch die ganze Zeit nicht gewusst, wie weit der Muttermund geöffnet ist, weil man ja auch nicht so sagen kann, okay, bei 8 cm dauert es jetzt noch genau 2 Stunden. Sondern es kann eine Stunde dauern, es kann noch immer 5 Stunden dauern. Ja, fand ich das auch ganz gut, dass sie mir das nicht gesagt haben. Ich habe jetzt erst in dem Geburtsbericht gelesen, okay, als es nicht weiterging, war der Muttermund schon bei 8 cm und es ging dann irgendwie nicht so voran. Das haben die so gehört, an dem, wie ich getönt habe. Und dann haben die ein, ich glaube, Schweigemanöver oder irgendwie sowas gemacht. Da musste ich tatsächlich, das war einfach so ein Moment, wo ich dachte, was mache ich hier? Aber ich habe denen auch voll vertraut. Die haben nämlich gedacht, dass das Köpfchen nicht so richtig eingestellt ist, also nicht so drin ist, sondern eher so. Und dann haben sie mich in die Kerze gehoben, geschüttelt, damit das Kind wieder aus dem Becken rauskommt. Dann musste ich ein paar Wehen im Vierfüßler stand und in der Seitenlage danach noch haben. Das war unfassbar schmerzhaft. Eine Stunde später war das Kind dann da. Also das war echt krass. Das war wahrscheinlich auch so eine Situation, wo vielleicht im Krankenhaus, ich weiß nicht, ob man da nicht so lange gewartet hätte und vielleicht dann gesagt hätte, oh, das ist jetzt hier kritisch, die Herztöne waren immer super, mein Blut, das wird immer gehorcht, also du bist auch nicht am CTG, war ich nicht angeschlossen, sondern die haben einfach nur ab und zu die Herztöne gehört und gegen Ende hin sehr oft die Herztöne gehört und die waren immer tipptopp, deswegen war es an sich komplikationsfrei, nur dieses, also ich habe nicht gedacht, dass ich während meiner Geburt eine Kerze machen muss. Welche Position war es am Ende? Ich könnte mir vorstellen, dass Vierfüßler was ist, oder auch halt so gehockt. Gehockt, ja. Also es gibt so Hocker, die sind wie so halbe Kloschüsseln quasi. Und da hockt man drauf. Und so habe ich tatsächlich auch mein Kind bekommen. So war das einfach. Es ist immer noch total absurd, dass das wirklich passiert ist. Wenn ich so dran denke, dann ist es so, als ob ich einen Film geguckt hätte. Ich dachte auch, ich würde gerne in der Wanne gebären. Aber mir war dann so kalt und ich habe dann so das Zittern angefangen. Und dann bin ich raus aus der Wanne. Dann, also meine Fruchtblase ist echt eine halbe Stunde vor Geburt erst geplatzt. Also es war nicht so, dass das so ein Anzeichen war, oh, jetzt geht's los. Und erst kurz vor knapp. Und dann ging es rucki-zucki. Was war denn meine Einschätzung zur Dauer? Okay, wir machen 2 Zeitrahmen, okay? Also einmal von zu Hause, ich merke, hier tut sich was, bis wir fahren los ins Geburtshaus. Vergehen 10 Stunden. Aber das sind ja easy 10 Stunden. So, da werde ich noch ein bisschen, da werde ich vielleicht noch einen kleinen Kuchen backen, einen kleinen Mutterkuchen für mich selbst, so. Und dann, wenn ich im Geburtshaus bin, dann dauert es 5 Stunden.
Also ich sag mal so, als die Wehen nachts losgingen, das war glaube ich so gegen 1 Uhr, da habe ich safe nicht noch einen Kuchen gebacken. Rückblickend war das noch easy, aber es hat sich trotzdem sehr intensiv angefühlt. Das Komische war bei mir auch, dass die Wehen direkt bei mir im 3-Minuten-Takt losgingen und das hat mich extrem verunsichert, weil ich so dachte, okay, bei 3 bis 5 Minuten soll man sich ja auf den Weg machen. Warum ist es sofort bei 3 Minuten? Aber anscheinend kann das auch passieren. Wir haben dann natürlich die Hebamme direkt angerufen und die hat gesagt, ich soll mal versuchen noch zu schlafen, mich noch hinzulegen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, aber ich habe halt irgendwie dann bis 10 Uhr früh, also fast 10 Stunden zu Hause erstmal noch verbracht und im Geburtshaus, ich kam ja erst kurz vor 10, waren es dann auch nochmal gute 11 Stunden. Also es war ein bisschen länger, aber ich muss sagen, ich habe schon recht realistisch. Nur im Geburtshaus war halt doppelt so lang. Aber da hatte ich ja meinen Partner und natürlich die Hebammen, die mir echt nochmal gut zugesprochen haben. Und ich wusste ja, irgendwie muss ich da jetzt einfach durch. Also es ist ja einfach so, dass eben keiner das dann abnehmen kann. Wahrscheinlich, wenn ich im Krankenhaus gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich irgendwann gesagt, ich nehme jetzt die PDA. Aber für mich war es keine Option, jetzt nochmal zu wechseln, weil ja die Wehen ja schon so regelmäßig und so stark waren, dass ich gesagt habe, nee, ich mach das jetzt hier so, weil es läuft ja auch, es dauert halt nur. Und ich bin halt wirklich ein sack ungeduldiger Mensch. Und ne, bei einer Geburt braucht man manchmal echt viel Geduld. Meine 3 Worte zum Thema Geburt waren emotional, krass, herausfordernd. Und wie würde ich jetzt die Geburt mit 3 Worten beschreiben? Krass und herausfordernd und emotional sind eigentlich 3 echt gute Worte. Ich bleibe dabei, emotional, krass und herausfordernd. Und wie wird es wohl sein, das Kind in den Armen zu halten? Das ist einfach so absurd. Das ist, ich glaube, darauf kann man sich auch überhaupt nicht vorbereiten. Das ist einfach so krass. Also das ist irgendwie total weit weg, obwohl es eigentlich schon sehr nah ist. Das ist echt verrückt. Und wie war es dann, das Kind in den Armen zu halten? Habe ich auch schon ein bisschen vorweggenommen. Sorry, aber ich bin so im Labermodus. Das war wirklich absolut verrückt. Es fühlt sich auch, also ich kann das nicht glauben, immer wenn ich das Kind auch sehe, das Baby, dass das in mir drin war. Das ist so weird. Und man denkt ja vielleicht, wenn man das so mitbekommt und sieht, dass es dann irgendwie normaler wird. Oder auch während der Schwangerschaft dachte ich immer so, ja, wenn das Kind dann da ist, dann fühle ich mich wie eine Mutter. Aber es ist immer noch ganz komisch, dass ich eine Tochter habe, dass ich Mutter bin, dass ich ein Kind gebärt habe. Hä? Thema zweites Kind. Im jetzigen Standpunkt würde ich sagen, vielleicht. Willst du jetzt ein zweites Kind? Aktuell würde ich sagen, nein. Meine Hebamme meinte ja auch bei der Nachbesprechung, man sagt ja auch, eine schwierige erste Geburt macht ja eine kurze und einfache zweite Geburt. Und ich war nur so, cool. Wie ging es mir danach? Ich kann mir schon vorstellen, dass man am Anfang echt ganz schön geredert ist. Keine Ahnung, sagen wir 2 Wochen? Und wann bin ich wieder spazieren gegangen? Ich glaube, 2 Wochen sind relativ realistisch. Das Blöde ist, dass ich eine entzündeten Milchstau in der Brust hatte und deswegen Antibiotikum nehmen musste und Fieber hatte und so. Das war so 10 Tage nach der Geburt ungefähr. Und ich glaube, ich bin dann erst so bei nach 3 Wochen spazieren gegangen, weil ich mich davon dann auch noch erholen musste. Ich habe auch auf Instagram eine Story dazu gemacht und die auch unter Stillen in meinen Highlights gepostet, falls ihr euch das angucken wolltet, wie mein Stillstart so war. Es war leider nicht so wunderschön und einfach, wie ich es mir gewünscht hätte, aber bin gut davon gekommen. Thema Arbeit. Wann habe ich gedacht, kann ich wieder arbeiten? Nie wieder. Ungefähr 3 Monate, die ich gesagt habe, will ich auf jeden Fall mir Zeit für mich nehmen. Und seit wann arbeite ich wieder? Ja, es hat nicht mal 3 Monate gedauert. Ich glaube, es waren eher so 2 Monate, als ich angefangen habe, wieder zu arbeiten. Ich habe ja mit Instagram angefangen, den Podcast und habe jetzt viel schneller mit YouTube wieder angefangen, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich werde das im Oktober wieder hochladen. Aber da jetzt Love Island losging, war ich so, das muss ich eigentlich mitnehmen und da habe ich auch Bock drauf, das zu machen. Jetzt bin ich irgendwie schon so drin und es funktioniert eigentlich ganz gut, aber ich muss echt aufpassen, dass ich mir nicht zu viel vornehme. Deswegen abonniert auf jeden Fall und aktiviert die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein Video hochlade, weil aktuell habe ich noch keinen festen Upload-Plan, weil ich mich noch so ein bisschen eingrooven muss, so wie ist es als Mutter, wie viel Zeit will und brauche ich für das Kind, wie viel Zeit kann ich für die Arbeit noch erübrigen und was ist auch nicht zu viel. Was habe ich vermutet, was nach der Geburt am anstrengendsten wird? Du musst direkt gehen, wenn ich an den ganzen Schlafmangel denke. Ich schlafe gerne 8 Stunden am Stück. Das wird danach nicht mehr passieren. Also, dass man alle paar Stunden das Kind stillt und aufsteht
oder aufwacht zumindest. Ich glaube, das wird schon anstrengend. Eine Milchmaschine für ein Kind ist. Und was war am anstrengendsten? Auf der einen Seite hatte man ja noch so emotionale Sachen, so nach 3 Tagen, wenn die Hormone dann so abfallen und so, da habe ich dann voll geheult. Das war auch mega anstrengend. Dann einfach, dass ich halt irgendwie Wunden hatte und nicht, also es war halt einfach so, man fühlt sich überhaupt nicht fit. Also ich hatte ja auch überhaupt gar keine Kraft, so im Rumpfbereich und so, das war auch total absurd. Ich konnte sie gar nicht lange tragen, weil es einfach anstrengend war. Der sogenannte Schlafmangel war am Anfang überhaupt kein Problem, weil Neugeborene tatsächlich sehr viel schlafen. Also ich musste sie eigentlich immer wecken zum Stillen. Ich konnte, dadurch, dass ich auch die ganze Zeit im Bett lag, konnte ich mich mega gut erholen und habe mega viel geschlafen. Mittlerweile gibt es Nächte, die sind echt anstrengender und da bin ich dann echt gerädert am nächsten Morgen. Aber es gibt auch viele Nächte, und da bin ich sehr dankbar für, ich muss auf Holz klopfen, meine Holzzähne, dass ich manchmal tatsächlich, ich will es nicht jinxen, aber 6 Stunden Schlaf kriege. Und das ist echt geil. Ich muss halt auch dafür um 9 Uhr ins Bett gehen. Das heißt, Love Island kann ich jemanden am nächsten Tag angucken. Also das Leben hat sich schon ein bisschen verändert. Und Thema Stillen. Ich möchte gerne stillen. Also die Vorstellung, ich glaube, wenn man das noch nie gemacht hat, ist irgendwie komisch. Weil dann plötzlich die Brust, die man all die Jahre kannte, aber halt nicht in diesem Zusammenhang, dass da ein Lebewesen den Mund dran hält und dann kommt da Nahrung raus. Das ist irgendwie... Und stillst du? Ich stille voll und ganz und ich liebe es tatsächlich sehr. So ein bisschen weird, das so zu lieben, aber es ist wirklich sehr, was sehr inniger. No Mom-Shaming, wenn ihr euer Kind lieber mit der Flasche ernährt oder einen Misch macht oder so oder gar nicht stillen könnt oder nicht stillen wollt oder so. You do you. Ich hatte überhaupt kein Problem. Ich erzähle nur meine Geschichte so. Ich mache das sehr gerne und ich finde es sehr schön und ich finde es sehr praktisch, weil ich nicht so viel Zeug mit mir rumschleppen muss. Was natürlich ein bisschen auf der anderen Seite ein bisschen doof ist, dass sie halt sehr abhängig von mir und meiner Brust ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht super viele Stunden weg sein. Also da müsste ich halt abpumpen und dann müsste man sich überlegen, wie man das macht. Aber aktuell will ich auch noch gar nicht länger weg. So, dass ich kann das auch noch nicht. Bin emotional noch nicht so bereit. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so bin, dass ich sage, so eine Stunde einkaufen und dann freue ich mich auch wieder zu Hause zu sein. Deswegen ist es okay und mal gucken, was die Zukunft so bringt, wie sich das alles so einpendeln wird. Zum Schluss wollte ich einfach nochmal einen Shoutout an alle Hebammen da draußen geben, weil das ist wirklich ein absolut krasser Job, den ihr macht. An alle Mütter, die Kinder gebären. Das ist eine absolut krasse Sache, die wir da gemacht haben. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, was Nettes, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es nichts Nettes ist, behaltet es für euch, maybe. Bis ganz bald. Tschüss!